Hey Leute, willkommen zum Fazit von Teenie Schnickschnacks Adventsbox. Falls ihr das Unboxing noch nicht gesehen habt, das findet ihr hier. In diesem Video zeige ich nämlich alle Türchen, die da drin waren. Das war nämlich die Adventsbox und nicht der Adventskalender, deshalb sind da nur 6 Türchen drin gewesen. Einmal für jeden Advent eins, dann noch für Nikolaus und eins für Weihnachten. Ich zeige euch, wie gesagt, was da drin war und gebe auch ein Fazit, wie ich das Ganze finde. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den ganzen Inhalt fandet. Ob ihr die Box auch hattet oder jetzt nur zugeguckt habt, ist ja egal. Aber grundsätzlich würde mich natürlich auch eure Meinung interessieren, weil Geschmäcker sind verschieden. Und so habe ich Türchen 1 geöffnet am 3. Dezember, der erste Advent. In Türchen Nummer 1 war dieses süße Büchlein, was ich auch schon direkt gepaintet habe. Ich finde das Rentier richtig, richtig knuddelig. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe das anschließend auch noch versiegelt. Jetzt kann da nichts mehr mit passieren und man kann drüber fahren, wie man möchte. Das Ganze ist so ein Notizbuch mit linierten Seiten. Oben kann man noch das Datum eintragen und den Wochentag und auch sogar das Wetter. Also würde ich noch zur Schule gehen, hätte ich das definitiv als Hausaufgabenheft benutzt. Jetzt kann man es natürlich als Tagebuch benutzen oder weiß der Geier. Ich muss mir auf jeden Fall noch überlegen, als was ich es benutze. Trotzdem finde ich das Buch richtig süß und es hat hier so eine Lederverschalung. Ist natürlich kein echtes Leder, aber es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und ich finde, das erste Türchen ist sehr gelungen. Dann schauen wir uns einmal das zweite Türchen an. Das zweite Türchen war der 6. Dezember, der Nikolaus, und darin waren diese süßen Anhänger hier. Insgesamt waren es 5 Stück, verschiedene Söckchen. Hier hatten wir einmal eins mit so Tannenbäumen, mit einem Schneemann, mit so einem kleinen süßen Rentier, einem Weihnachtsmann würde ich mal sagen, und so schöne Glöckchen. Die habe ich natürlich auch sofort gepaintet und habe sie dann auch sofort versiegelt. Jedes von denen hat hier so eine Kette, damit kann man das zum Beispiel im Rucksack hängen oder ich finde auch, man kann das sehr schön in den Weihnachtsbaum hängen. Die Qualität ist auf jeden Fall richtig hochwertig, die sind schön fest, diese Plättchen, und der Kleber war auch super stark. Auch das Türchen hat mir Freude bereitet. Dann schauen wir uns das dritte Türchen einmal an. Das war der 10. Dezember und 2. Advent. Türchen Nummer 3 waren Korkuntersetzer mit sogar so einem Gestell, wo man die reinpacken kann und gut aufbewahren kann. Auch die habe ich natürlich direkt gepaintet und hinten die Korkplatte draufgeklebt. Es gab 2 mit einem grünen Hintergrund. Einmal hier so ein Nikolaus bzw. Weihnachtsmann und einmal hier ein Eisbär. 2 mit einem orangenen Hintergrund, einmal ein Schneemann und hier ein Nikolaus oder Weihnachtsmann. Und zu guter Letzt einen pinken Hintergrund, einmal hier so einen richtig süßen Pinguin und einmal so ein Rentier. Mein Favorit ist auf jeden Fall der Pinguin oder der Eisbär. Und das Einzige, was ich daran ein bisschen blöd finde, ist, dass das Rentier viel kleiner ist als die anderen. Das hat hier zwar diese Füße, aber andere haben ja auch was rausstehen. Und deshalb verstehe ich nicht, warum der kleiner ist. Das triggert mich mega, weil auch wenn er größer wäre, hätte er super in diesen Halter gepasst. Also warum ist der kleiner? Allem in allem finde ich die Untersetzer aber richtig niedlich. Habe sie natürlich auch versiegelt. Denn ich finde, solche Gebrauchsgegenstände, wo dann was draufkommt zum Beispiel oder man das öfters anfasst, lohnt es sich wirklich sehr, das zu versiegeln. Versiegeln tue ich das Ganze mal mit Baufahren. Dadurch wird das alles mal ein bisschen härter und klebt so schön zusammen. Und man sieht halt nichts davon. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Auch das Türchen hat mir sehr gefallen. Einmal das vierte Türchen. Das vierte Türchen war am 17. Dezember, der 3. Advent. Darin war dieser süße Nikolaus. Und dann habe ich mich gefragt, warum sind denn da so Löcher drin? Okay, man kann den aufstellen, dann gab es dieses Haar hierzu. Dann habe ich das hier so reingemacht. Und dann habe ich mich gefragt, wie dumm ist das denn gelöst, dass das hier raussteht? Wie sieht das denn aus? Bis mir ein Licht aufgegangen ist. Das Ganze ist nämlich ein Handystativ. So, dass das Handy auf dem Tisch steht. Und tatsächlich benutze ich den jetzt auch immer, wenn ich esse. Dann lege ich mir das Handy hin und schaue irgendwie TikToks oder so. Apropos, folgt mir auf TikTok.
Ja, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Das Paintband hat auch mega viel Spaß gemacht, denn es hat auch Sondersteinchen. Sehr süß, hat Spaß gemacht und war ein cooles Türchen. Einmal das fünfte Türchen. Das vorletzte und damit fünfte Türchen war am 24. Dezember. Und zwar war das der vierte Advent. Darin hatten wir immer diesen süßen Stift. Was ist das bitte? Ich finde es knuddelig. Es ist so flauschig und es ist so ein schönes Rentier. Das Ganze ist natürlich ein Diamond Painting Stift. Der hat hier noch so eine Schutzkappe und halt diesen super süßen Puschel hier oben drauf. Ich muss sagen, wäre das jetzt ein ganz normales Adventstürchen gewesen, dann fände ich es etwas langweilig. Ich habe mich immer sehr darüber gefreut, dass ich dann was zu painten hatte, weil ich in der Zeit auch nicht wirklich ein Bild gepaintet habe, sondern dann immer diese Sachen, die dabei waren. Aber da es am 24. war und der 4. Advent und Weihnachten zusammen waren dieses Jahr, konnte ich danach halt noch ein Türchen öffnen und somit finde ich den Stift auch sehr gut gewählt. Das Türchen danach war nämlich das 6. Türchen. Und das 6. Türchen war das Weihnachtstürchen, auch am 24. Dezember. Das habe ich noch nicht gepaintet. Das war nämlich dieser riesengroße Weihnachtsmann hier. Mit seinen Rentieren rechts und links. Hier ist sogar Rudolf mit der roten Nase und einer der anderen Rentiere mit der schwarzen Nase. Das Ganze kann man natürlich auch painten mit runden Strasssteinen. Ich liebe ja Strasssteine und bei diesen ganzen Sachen finde ich das immer so cool, dass da Strasssteine bei sind. Und hier sind sogar auch Sondersteine bei. Das Ganze ist nicht nur einfach ein Bild, sondern man kann es aufstellen. Dabei sind zwei so Aufsteller bei. Einmal ein durchsichtiger, der irgendwie mal geputzt werden könnte. Und einmal so einer, also noch mit einem Motiv drauf. Die Lasche hier unten ist allerdings ziemlich breit, sodass man beide benutzen muss. Und ich frage mich jetzt, ist das einfach irgendwie kaputt gegangen? Klebte das mal zusammen? Oder ist es wirklich so gedacht, dass es zwei sind? Weil man kann ja den auch einfach umdrehen und den durchsichtigen oben drauf und hat dann quasi eine weiße Oberfläche, die man sieht. Oder man legt das Ganze natürlich so rum, dass man das Schöne hier vorne hat. Also ob versehen oder nicht, es ist auf jeden Fall cool, dass zwei verschiedene dabei sind. Und der Weihnachtsmann-Aufsteller ist wirklich super, super süß. Bei all den Sachen war übrigens ein Toolset dabei. Und zwar so eins mit einem kleinen Schiffchen, einem einfachen Stift und einem Wachs. Finde ich persönlich blöd, also eins hätte vollkommen gereicht. Aber ich kann verstehen, das sind natürlich alles fertige Sets, wo immer ein Toolset dabei ist. Und die alle rauszusuchen, wäre ja auch unnötig. Aber jetzt habe ich natürlich wieder sehr viele Toolsets. Aber zum Türchen. Ich finde, das war auch ein sehr gelungenes Türchen. Auch wenn ich bei diesem nicht so ganz weiß, was ich damit machen soll. Es wird wahrscheinlich in meinen Schrank kommen, da wo ich meine ganzen Diamond Painting wieder lager. Bei dem ganzen Buy war immer noch so ein Zettel, wo drauf steht, welches Türchen man gerade öffnet, mit einem kleinen Spruch. Falls ihr die Sprüche sehen möchtet, dann schaut bei mir auf TikTok vorbei, denn immer wenn ich eins geöffnet habe, habe ich auch eins vorgelesen. Und damit würde ich sagen, was ist mit dem Video? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr die Adventsbox fandet. Ich fand sie Hammer und auch viel, viel cooler als den Adventskalender, muss ich sagen. Den habe ich natürlich so ein bisschen verfolgt, was da so drin ist. Und die Adventsbox hat mir deutlich besser gefallen. Also ich habe alles richtig gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn hier kommen immer richtig coole Diamond Painting Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.